Hi, ich bin's, euer Tim, und ich bin jetzt gerade immer noch auf der IFA zu Gast bei Martin. Ihr kennt das Thema Smart Home, das ist ganz groß im Kommen und deswegen stehen wir jetzt gerade neben diesem Kühlschrank. Martin, erzähl mal, was kann dieser Kühlschrank eigentlich genau? Ja, Tim, hier haben wir unseren Family Hub Kühlschrank. Das ist eine ganz tolle Besonderheit. Denn hier geht es darum, dass du ja schon sehen kannst, in der Tür ist ein Display eingebaut. Und hier hast du ganz viele Möglichkeiten, mit dem Kühlschrank was zu machen. Zum Beispiel kannst du hier Memos reinschreiben, wenn du irgendwie sagst, ich muss noch was einkaufen, schreib mir das hier rein. Du hast die Möglichkeit, Radio zu hören. Du hast die Möglichkeit, das Fernsehbild aus dem Wohnzimmer hier raufzuholen. Du hast die Möglichkeit, wenn wir hier rübergehen zum Beispiel, auch online Bestellungen zu machen. Das geht noch nicht in Deutschland, die Bestellungsgeschichte, aber das kommt wahrscheinlich noch, davon gehe ich ganz stark aus. Du kannst komplett ins Internet gehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe auf eine Seite, mit der, wo ich Informationen kriegen kann, wie ich bestimmte Gerichte zubereite, holst du dir einfach die ganze Information, dann brauchst du nicht mit einem Tablet durch die Gegend rennen, weil es wird ja auch schmutzig, das ist ganz wichtig. Und du hast den Food Reminder, das finde ich ganz toll. Du hast nämlich im Kühlschrank, hast du Kameras drin. Und jedes Mal, wenn du den Kühlschrank öffnest, macht das Gerät komplette Bilder vom Innenleben. Wie du hier sehen kannst. Jetzt könnte ich zum Beispiel, hier haben wir so eine Tagesleiste, könnte ich jetzt sagen, der Kuchen ist jetzt 4 Tage alt, dann ziehe ich das hier rüber und dann weiß ich immer, in 4 Tagen wird er dementsprechend, also sollte ich ihn aufgegessen haben. Das Besondere ist aber, wenn du einkaufen gehst, und ich glaube, wir Männer kennen das am besten, die Frau sagt immer, warum hast du 3-mal Salami gekauft, wir haben noch 4 im Kühlschrank. Wir haben die Möglichkeit hier mit dem ganz normalen Handy, stehst du irgendwo im Laden und willst was einkaufen, kannst auf den Fernseher, auf den Kühlschrank zugreifen und kannst dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt das letzte Foto an, dann weiß ich genau, was noch komplett im Kühlschrank drin ist und dann kaufst du nicht zu viel ein. Ja, also ich muss sagen, das Problem kenne ich tatsächlich. Ich gehe einkaufen, weiß auch nicht, was soll ich kochen, was habe ich vielleicht noch im Kühlschrank, man vergisst es ja einfach. Ich glaube, damit ist das Problem tatsächlich gelöst. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, ich meine, wenn wir die Kameras drin haben, wofür könnte man das in Zukunft nutzen? Vielleicht sogar automatisiert bestellen. Ich weiß nicht, was du zu dem Thema sagst. Also ich denke mal, das ist, wird auch in der Zukunft passieren, dass wahrscheinlich auch der Kühlschrank die Möglichkeit hat, die Codes auf dem Lebensmittel komplett scannen zu können und zu sagen, okay, du hast jetzt keinen Joghurt mehr, ich bestelle generell einfach mal 2 nach. Ich glaube, das wird in der Zukunft auch auf uns zukommen. Ja, ich bin gespannt. Erstmal vielen Dank dir für das Interview über den Kühlschrank. Dankeschön, viel Spaß noch.